zurück bei Super Mario Maker 2 Online. Wir nehmen uns heute wieder die beliebten Level vor. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Levelcodes habt, dann spiele ich die. Wir werden heute mit dem ersten Level gleich anfangen. Don't lose to Twomp. Mal schauen, was das ist. Eine 26%ige Abschlussrate sagt schon alles. Hoffentlich vielleicht ein Speedrun-Level, wäre ganz cool. Aber wir gucken mal rein. Mal schauen, was wir hier haben. So, es geht los. Ah, okay, das ist ein Speedrun-Level. Und wir haben die erste Ebene geschafft. Oh, das wird sehr spannend. Können wir das gewinnen? Ja, easy. Perfekt. Oh, wir kommen gut durch. Aber das Level ist geil. Gar keine Frage. Nice. Das war geil. So, war kurz und knackig. War ein Speedrun-Level. Ich habe bis jetzt wirklich unter den vielversprechenden, beliebten Kursen kein schlechtes gefunden. Also, wir haben noch kein schlechtes gespielt. Slide und Jump 3 haben wir schon. Probieren wir mal Goomba's Great Adventure von irgendeinem Japaner. Das scheint auch ganz geil zu sein. Aber Difficulty ist nur ein Stern. Okay, das scheint nicht schwer zu sein. Aber wieso schaffen es dann trotzdem unter 50% nur? Das ist eine gute Frage. Wir legen los. Okay. Ah, okay. Das ist ja geil. Das ist ja cool. Wow. Okay, das ist richtig nice, das Level hier. Das ist richtig nice. Wieso gibt es nicht mehr solcher Level? Oh, bitte, 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 komm. Ja, nice. Nein! Oh Gott. Oh, please. Das wird so schrecklich jetzt. Nein! Moment, zu spät. Oh Gott. Oh, nicht schon wieder. So, perfekt. Das ist echt cool, oder? Was sagt ihr, Leute? Das ist richtig nice, Alter. Man darf nebenbei nicht vergessen, auch mitzulaufen. Und wir haben Goomba's Adventure abgeschlossen, oder? Ja. Was ein geiles Level. Ein Rätsel mit Goombas zu machen, ist schon sehr nice. Also das war richtig cool. Und wie man auch gesehen hat, dass der Goomba dann in den anderen Bildschirm gewechselt ist, war auch sehr geil. Gar keine Frage. So, beenden wir. Es ist Mario Maker 2 ist von den Leveln her einfach so viel besser als 1. Das ist schon nicht mehr... Das ist schon echt richtig hart. Keep running and nobody explodes. Carry the bomb to the end. Okay.
von Enviosity. Das sieht vom Thumbnail her interessant aus. Nicht, dass das jetzt nochmal ein Speedrun-Level ist. Ich würde sonst immer gerne eins am Ende des Parts raufpacken. So, wir müssen die Bombe in der Hand behalten. Nein! Warum wirft er die denn nicht nach oben, dieser Lappen, Alter? Oh. So, dann nochmal. Macht er... Hä, ich verstehe das nicht. Ach so, ich Trottel. Oh, ich soll die Bombe ja in der Hand behalten. Ich soll dagegen springen. Ich denke immer, ich muss die Blöcke kaputt machen. Genau so. So, noch schaffe ich's. Sehr gut. Die erste Bombe haben wir sicher ins Ziel gebracht. Jetzt kommt die nächste. Das ist auch ein geiles Level. So, bis wir kommen gut durch. Ich Trottel, da steht auch noch Thorst, Alter. Oh, hätte ich auch vorher drauf kommen können. So, dieses Mal geht's besser. Geht auch, Mario! Oh, erschreck mich nicht so. Ich will natürlich die drei One-Ups einsammeln und zack. Ein wirklich gutes Level, gar keine Frage. Ich mochte auch das Design sehr. Das war alles schön durchdacht. Sehr geil. So. Es sind kaum salzige Level vorhanden, aber ich werde jetzt mal schwierige Level suchen. Damit wir auch mal ein bisschen Salz hier reinbekommen. Aus der Rangliste diese Woche. 30 Seconds Platform Panik. Ich glaube, das haben wir noch nicht geschafft. Oh, die Abschlussrate ist auch sehr niedrig. 8%? Alter. Okay. Versuchen wir es. Ich bin zwar jetzt nicht der schlechteste Mario Maker Spieler, aber auch nicht der beste. Oh Gott. Was ist das für ein Level? Nein. Oh, könnten wir das noch schaffen? Weil ich habe gerade Mist gebaut. Ganz schön. Schon wieder. Oh nein, ich soll mich einfach abprallen lassen. Ich Trottel, Alter. Oh, kann doch nicht angehen. Nochmal die ganze Scheiße von vorne. Dann diesmal besser. So, perfekt. Dieses Mal ging das gut durch. Läuft. Oh ja, yeah. Haben wir es geschafft? Ja, moin, geschafft. Geil ist, warum das nur 8% Abschlussrate hat, weiß ich nicht. Das war dafür viel zu leicht. Mario wäre eh gestorben, also von daher. War ein gutes Level, aber leider ein Speedrun-Level hätte ich vielleicht doch nicht. Ich sollte nicht immer auf 30-Sekunden-Level machen, wobei ich die so gerne spiele. Luigi's Super Scary Mansion. Rätsel. In Luigi's Mansion, expect some twists and turns. Prepare to be scared. Okay. Von S. Kyle, falls es so ausgesprochen wird. Falls du das hier guckst, entschuldige, falls ich das falsch ausgesprochen habe. Okay, wieder so.
Da geht's hoch. Okay, das hat den Raum erhellt, gab aber nichts durch die Tür. Da war ein One-Up. Na! Ganz easy. So, dann gehen wir wieder durch die Tür. Da ist das One-Up. Okay, ich soll da rüber hüpfen. Oh, diese bedrohliche Musik, Leute. Ich schwöre. Ah, okay. Interessant. Hier ist der P-Switch. Ey, das Level ist gar nicht gut. Dort, die Rätseleinlagen gefallen mir sehr gut, aber... Okay. Das war easy. Oh, es geht ganz schön tief runter. Alter. Es wird wohl zum Bossraum gehen. Oh, scheiße. Na! Das könnte eklig werden. Schwör's euch. So, jetzt aber schnell. Oh, oh. Komm. Nein! Oh, Mann! Dieser Boss ist doch... Dieser Boss ist zwar innovativ, aber auch gleichzeitig scheiße. Was soll denn das? So, jetzt aber flott. Vorsicht. Vorsicht, so. Wir haben es geschafft. Wo sind wir denn jetzt? Run. Okay. Das war cool. Das war richtig nice. Und auch die Luigi's Mansion Musikeinlage am Ende war ganz geil. Das war richtig nice. So, war ein schönes Rätsellevel. Der Boss am Ende knackig, aber okay. Ich habe ihn ja nach zwei, drei Versuchen geschafft. So, was haben wir hier denn noch? Mario Parkour Adventure. Hard. 50 Sekunden Speedrun, Alter. Ein 50 Sekunden Speedrun von Ryu Ryu. Oh Gott, wieder ein Speedrun-Level. Und das 50 Sekunden diesmal. Mal gucken, ob wir das schaffen, fast eine Minute durchzuhalten. Schauen wir mal, los geht's. Ah, wie soll das denn gehen? Oh, das ist wieder so ein typisches Japaner-Level, Alter. Wollen wir wetten? Schon verloren, können wir gleich neu starten. Das ist so ein typisches Japaner-Level, Alter. Oh, no. Hä? Alter, das ist so richtig eklig, das Level. Ja.
Oh, ist das... Das ist ja zum Kotzen. Schwör's euch, Leute. Ich komme nicht mal durch den Anfang. Was? Oh. Ach, wegen der Wand, Alter. Oh, ja moin. So, nochmal. Och, komm, Mario. Oh, dieser Vollpfosten will da nicht rein, Alter. So, nochmal. Ich weiß nicht, wie man da durchkommen soll, ne? Ich blick das Level einfach nicht. Und wenn ich dann dagegen gehen will, rollt er, dreht er sich halt ab, wenn ich auf den Drehknopf drücke. Das ist halt so typisch. Typisch Japaner-Level, Alter. Jetzt habe ich es mal geschafft. Und natürlich verkacke ich es wieder. Ich habe es jetzt per Zufall geschafft. Er ist einfach diesmal ganz normal, wie es wohl sein sollte, da durchgegangen. Und jetzt ist er einfach gestorben. Das ist halt dieses Level, ne? What the fuck geht hier denn ab? Das hängt an der Stelle wirklich voll mit Willkür zusammen. Ja gut, das war jetzt dumm. Ich habe zu früh die Sprungtaste losgelassen. Ich trottel. Wir ziehen das hier in diesem Part noch durch, egal wie lange dieser Part jetzt dauern wird. Los geht's. Also bereitet euch auf viel Salz vor. So, los geht's. So. Nein, ich muss da unten durchschlittern. Oh, aber wir sind weitergekommen. Sie haben noch nicht mal die ersten 10 Sekunden geschafft, ne? Alter, das ist so ätzend. Och komm, das ist doch nicht Marios Ernst, Alter. Der verreckt da halt einfach. What the fuck, ey? Und schon wieder. Er verreckt da halt einfach. Oh. Hier muss, lieber Japaner, hier muss unbedingt noch nachgebessert werden. Ich verstehe es nicht. Manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Ja, geil. Jetzt genau an dieser Stelle ist er wieder an der Wand hängen geblieben, ne? Kennt man ja. So, nochmal. Und jetzt ist er wieder einfach gestorben. Warum auch immer. So, nächster Versuch. Und er ist wieder einfach gestorben. Ich konnte nicht. Man kann an dieser Stelle nichts machen, ne? Es ist so nervig. Ihr könnt nur auf euer Glück hoffen, dass ihr da durchkommt oder nicht. Und jetzt ist er einfach gestorben.
Da frage ich mich, was er bei an der Stelle sich dabei gedacht hat. So ein... Jetzt haben wir es geschafft. Sehr geil. So, es geht weiter. Wir sind weitergekommen, Leute. Na? Oh, no. Oh, das ist fies, Alter. So, dann wieder ganz von vorne, leider. So, perfekt. Oh ja, komm Mario, ich hab doch gedrückt gehalten, Alter. Du dummer Spast. So, nochmal. Oh no. Dieses Mal... Ja, noch bin ich nicht salzig, Leute, vergesst es. So. Perfekt. Das ist mal ein echt anspruchsvolles Speedrun-Level. Bitte mehr davon. So, diesmal sind wir sogar, haben wir ein bisschen mehr Zeit gespart. Hä? Ach so, ich muss darüber springen und auf den rauf. Oh Gott, ja moin. Gut, dass ich das jetzt geblickt habe. So, nochmal. Mit jedem kleinen Erfolg, den wir schaffen, umso mehr merken wir. Die Frage ist, kann ich mir das merken? Es ist auf jeden Fall nicht so ätzend wie dieses Maulwurf-Level. Oh komm, Mario. Ich drück doch im richtigen Moment die Drehtaste, Alter. So. Ja, geht doch. So, perfekt. Und hier wieder lang. So. Und die einmal töten. So, nice. Wir sind wieder da, wo wir vorhin waren. Wir haben es geschafft. Ja, moin. Oh yeah. Mario time. Ein echt gutes Level, gar keine Frage. Ein bisschen hart am Anfang, aber es geht halt voll klar. Sehr cool. Fand ich nice. Damit beende ich den Part für heute hier, aber dann brauche ich nichts schneiden, glücklicherweise. Ja, mehr gibt's hier nicht zu sagen. Like dieses Video und abonniert den Kanal für mehr Super Mario Maker. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann! Vielen Dank für das Zuschauen bei diesem Part von Super Mario Maker 2. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch spielen soll. Wollt ihr noch mehr von Super Mario Maker 2 sehen, dann drückt doch auf die Playlist. Und hier sind noch zwei andere Videos, die euch auch noch gefallen könnten. Wollt ihr nichts mehr von mir verpassen, dann drückt doch auf den Vergiss nicht mich zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Part wieder. Tschüss!